Neue Folge von Star Trek 25th Anniversary. Es ist die zweite Folge von Episode 2 Hijacked, also dem zweiten Kapitel des Spiels, das ja in Episoden aufgeteilt ist wie eine Fernsehserienstaffel. Wir wollen die USS Masada retten. Wir wissen nicht genau, was ihr zugestoßen ist. Sie sieht eigentlich recht intakt aus. Wir sind jetzt hier angekommen im Beta-Myamite-System, wo wir uns erstmal gegen den Angriff von irgendeinem komischen Schiff, ich glaube Elasi heißen die Typen, haben sich vorgestellt, verteidigen mussten. Das hat die komplette letzte Folge beansprucht. Deswegen wissen wir jetzt immer noch nicht, was mit der Masada ist. Aber jetzt können wir uns die ja mal angucken. Und zwar mit Spuck zum Beispiel. Captain, we could use the command prefix code to lower the Masada's shields briefly, long enough for one transporter burst. Okay, wie machen wir das? Wir könnten ja vielleicht mal den Bordcomputer fragen. Vielleicht kennt sie ja Masada, der Bordcomputer. Masada, USS. Ach, da ist er. A Federation Tug Tender Registry NCC-29339. Currently under the command of Captain Kevin Keeler. Crew complement of 17. Primary mission, tow repair of disabled ships. Its input override code is 293391-197736-3829. Der Code musste jetzt so lang sein, ne? Das ist uns allen klar. Wir können ja mal, wir haben jetzt den Code. Können wir mal Uhura sagen, sie soll den senden, damit wir die Schilde lowern, also dass die Schilde runtergehen von der Masada, die übrigens ironischerweise ja ein Abschleppschiff ist. Und jetzt ist sie selbst bewegungsunfähig oder zumindest ist irgendwas mit ihr, sodass wir sie jetzt quasi abschleppen müssen, beziehungsweise danach nach ihr sehen müssen. Hail the Masada, send prefix code. Wir können ja mal mit der Masada reden. Hailing the ship, Captain. Greetings, Federation Imperialists. I am Elasi Seren, and I have claimed this ship as a blow for freedom against Federation tyranny. Ja, toll. This is Captain James T. Kirk of the USS Enterprise. You are illegally in possession of Starfleet property. This is Captain James T. Kirk of the USS Enterprise. Listen, Elasi. Hand over the ship and hostages now, or things are going to get very nasty. Okay, also übergib uns das Schiff, du verdammter Pirat, Elasi-Pirat, oder es wird hier ganz schön schmutzig. Captain James T. Kirk of the USS Enterprise, Mr. Elasi, it appears that you have found something the Starfleet lost. Ja, das können wir doch nehmen. Das klingt doch lustig. Es scheint so, als hätten sie da was gefunden, was eigentlich uns gehört. Vielleicht können sie es ja zurückgeben. Good, Captain, you have a sense of humor that will make this much easier. Ah, the infamous Captain Kirk. The Masada is mine. You will release 25 political prisoners I specify, or I will destroy the ship and its crew. The list of those wrongfully imprisoned should be coming over to you now. Data file captured, Captain. Computer indicates they were all convicted of piracy with various counts of murder and mayhem thrown in. Freeing the murder and mayhem will take time. We have to track down their current locations, and Starfleet will have to grant permission to move them here. I will get that started. You should tender a show of good faith on your part. Will you beam over so we can discuss negotiations face to face? Das macht er bestimmt. Das macht er bestimmt. Beamen Sie sich doch mal rüber. Das dauert hier noch ein bisschen, bis die Gefangenen da sind. Sie können ja so lange mal auf unser Schiff kommen, dann können wir ja ein bisschen über die weitere Vorgehensweise verhandeln. We can work together on this, Elasi. How about beaming some of the hostages over as a show of good faith? Freeing the prisoners you request, we can work together. Ja, das nehmen wir. Wir beamen doch mal ein paar von den Geiseln rüber. Lower my shield so you can beam over a war party. I'm not stupid, Captain. We'll play by my rules. So long as the shields are up, Captain, our hands are tied. The Enterprise can overpower the Masada and take her, but the pirates would have all the time they need to kill every one of the hostages. Will you send over data on the whereabouts and conditions of my falsely accused clansmen languishing in your dungeons, Captain? Very well, we'll do it your way. I will put together the data packet. Kirk out. Your fellow Elasi have been tried in Federation courts of law and found guilty of their crimes. We'll listen to your complaints if you discuss them reasonably. Ja, also die sind natürlich, Clansmen, also seine Clanmitglieder, die fälschlicherweise natürlich vor Gericht standen und verurteilt wurden, die
Können wir natürlich gern drüber diskutieren, aber bitte vernünftig, ja? Forget it, Elassie Sereth. You'll be the next one languishing on a Federation penal planet, unless you drop your shields and surrender to me immediately. Penal. Die Strafkolonien der Föderation werden sich bald mit dir füllen, du Abschaum. Es sei denn, du wirst jetzt hier verdammt nochmal sofort aufgeben. Very well, we'll do it your way. I will put together... Ja, ich beruhige ihn jetzt, damit den Geiseln nichts passiert. Aber natürlich machen wir es nicht auf seine Art. Ich speichere mal so lange kurz zwischen. Bei dem Spiel weiß man ja nie. Nein, ich hätte gern die 1 replaced. So, okay, jetzt muss ich nur merken, die 1 ist das letzte Spiel. Gut, ja, wir wissen ja schon, wie es geht. Wir schicken jetzt den Prefix-Code, der die Schilder ausschaltet, wodurch sich zeigt, dass der Typ, der Elasi-Captain da, der Pirat, kein Profi ist. Weil dann wüsste er ja, dass jedes Föderationsschiff für alle Föderationsschiffe, nehme ich mal an, dass das so ist, die diese Codes hat. Damit die sich gegenseitig irgendwie auch in solchen Fällen fernsteuern können. Ja. Gut. Oh, muss ich den jetzt echt manuell eingeben? Gut, dass ich mir aufgeschrieben habe vorhin in weiser Voraussicht, weil ich ja so eine Spiele schon kenne. Und mit so eine Spiele meine ich so alte Spiele. Ja, früher war das so, da musste man sich häufig außerhalb des Spiels Notizen machen. Warum schreibt denn das Spiel nicht? Ey, ich dreh durch. Ich tippe hier die ganze Zeit, ne, auf meinem Nummernblock rum, aber das interessiert niemanden. Okay, dann nochmal mit den Zahlentasten. Gab es vor 25 Jahren noch keine Nummernblocks? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, dann hatte ich... Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Was für ein Spaß. Das war eine 8 und eine 2 und eine 9. Sending Prefix and lowering the Masada shields. Ja, cool. So, dann können wir uns herüberbeamen. Was? Was ist denn jetzt? Ich hab das doch eben gemacht. Willst du mich verarschen? Ihr habt doch... Manchmal weiß man auch nicht, was diese Spiele von einem eigentlich noch wollen. Ich hoffe, ich habe es mir nicht falsch aufgeschrieben, einfach den Code. Sending prefix and lowering the Masada shields. Ja, und jetzt darf ich mich nicht beamen, oder was? Achso, unsere! Oh, ihr macht mich fertig, ey. Lowering shields, Captain. Ihr macht mich alle fertig. Klar sind es meine Schilde gewesen. Das gibt's doch alles nicht. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Ja, 17 Leute sollen hier mal an Bord gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viele noch übrig sind. Wir können ja mal gucken, wie es dem hier geht. I believe this would be in Dr. McCoy's field of expertise. Ja, ist ja gut. Dann nehmen wir den Medizinkasten. Ich hoffe, der lebt noch. Hey, der lebt noch. Dabei hat er ein rotes Shirt an. Be careful, Captain. The Elassie like to set booby traps. Simpson! Equipment. I've got my tools in this workspace. Ja, seine Werkzeuge. So, okay. Why would you want to do that? Let's not go misusing a medical kit, Jim. Ach so, ich habe immer noch das medical kit dabei. Kann ich dann... Komm, Kirk, geh mal runter und hol dir mal das Werkzeug. Zack, Werkzeug eingepackt, eingesteckert. Ja, klar. Gut, dass wir auch wieder einen Redshirt dabei haben. Das heißt, es gibt jemanden, der entbehrlich ist. Ah, das muss wehtun. Will man eigentlich die Karriere als Sicherheitsoffizier auf einem Föderationsschiff, will man die? Also ist das eine erstrebenswerte Karriere? Weil es gibt so viele davon. Ist die Frage, warum gibt es so viele Leute, die das machen wollen? So, wir können mal uns hier noch ein bisschen umgucken.
Vielleicht sehen wir ja noch irgendwas Interessantes. The transporter bay has been damaged in a recent firefight. Okay, sieht ein bisschen kaputt aus, aber hier sieht alles kaputt aus. Damaged the transporter controls. Okay. The transporter bay has been damaged. Ach so, die gesamte Bay. Na gut. Vielleicht gucken wir uns dann mal an, ob das hier noch funktioniert, weil die Transporterfunktionen werden ja über diese Konsole hier gesteuert und es sieht irgendwie nicht so aus, als würde die noch vernünftig funktionieren. Scannen wir mal. Chief Engineer Scott would have trouble repairing this damage in less than 2 days. Okay. Was könnten wir jetzt noch machen? Was haben wir noch dabei? Das ist das Werkzeug, ne? Können wir das vielleicht benutzen, um es hier zu reparieren? I need to find a bit that will fit into the transmogrifier before I can go further with this. Okay. Ist es vielleicht das, was hier unten liegt? Ich weiß zwar nicht, was ein Transmogrifizierer ist, aber es wird schon irgendwas sein. Ist es vielleicht das, was hier unten liegt? Nein. Vielleicht das hier? Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. You fail to obtain anything. You fail to obtain anything. You fail to obtain anything. Dürfen wir nicht nehmen? You okay. Fail to obtain anything. Ja, Mensch, das ist ja jetzt ärgerlich. Wir können ja mal. Ich will hier runter, Kirk, mach mal. Können wir nicht hier mal nach rechts gehen und mal gucken, ob hier irgendwie... Ah, wir können da sogar raus. Okay, cool. Wir wurden ja gewarnt von dem verletzten Offizier, dass die gerne Fallen legen, die Elasi. Also müssen wir mal schauen. Können wir mal schauen, ob wir hier irgendwie eine Falle tappen. Ich hoffe mal nicht. Jetzt ist die Frage, was ist hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tun? Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe. Grün oder rot? Ach komm, das sind Piraten. Killt sie einfach. Captain, if we could manage to overload the force field, it would probably detonate the bomb before we could rescue the crewman. Tschu! Die hat's voll zerfetzt. Nice. So, wir wollen aber das Force Field ja auch gar nicht überladen und die Crew wollen wir ja gar nicht töten. Was liegt denn da jetzt auf der Erde? Warte mal, jetzt bin ich mal ein bisschen neugierig. Was ist denn das hier? Sind das einfach Überreste oder was soll das hier rote sein? Ah. Ja klar, also nur die Hüte, die Barretts auf den Köpfen sind übrig. Nine of the crew members are held in the cell. The berets of two dead Alassi guards litter the floor. Litter the floor. In the brig of the Messiah. Ja, ja, okay, alles klar. Wir können das ja nochmal scannen hier. Issue science tricorder, a science officer's best friend. Ja, ich wollte es mir nicht angucken, ich wollte es benutzen. Können wir nicht abschalten, okay, Captain, was? The switch has been booby-trapped to detonate a bomb, presumably inside the brig somewhere. Okay, wahrscheinlich diese da. A medium-strength phaser bomb. The brig force field would contain the explosion, but it would kill the crew members within the cell. I recommend that we find a way of disarming it, Captain. Okay, okay, also. Ja, aber ich hab doch schon... Ja, klar wollen wir es disarmen, aber... Okay, kann er das jetzt hier... Und wenn ich jetzt auf benutzen... Ah, das kann er wieder. Benutzen kann er. Okay, alles klar. Ups! The force field protected you from the blast, but everyone inside the brig is dead. Ja, vielleicht probieren wir das nochmal. was war das? Die 1, ne? Die 1 sollte ich jetzt nehmen. Und zwar die da. Gut, gut, gut. Dann würde ich vorschlagen, beamen wir uns das nächste Mal nochmal rüber und lösen das Problem, ohne die halbe Crew zu töten.
von der Masada. Das dann nächstes Mal, denn so eine Art von Kirk möchte ich natürlich nicht spielen, der über Leichen geht, vor allem komplett nutzlos und sinnlos, weil es gab garantiert eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ohne die Leute alle zu töten. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.